Hallo und willkommen zu einem neuen Infovideo. Ich bin der Altron, ich bin Indie-Game-Tester und ich stelle euch hier einen neuen Titel vor, wo der Game-Test auf Steam schon ausgeschrieben wurde. Ich habe mich angemeldet, habe auch schon mit den Entwicklern Kontakt aufgenommen. Ja, mir wurde dann auch Pressematerial zugesandt, nur ja, zu meiner Enttäuschung ist das nichts anderes gewesen als das, was man auch schon auf Steam sieht. Ja, der Vorteil ist, ja, der Kontakt ist aufgebaut. Ich hoffe, dass ich dann auch den Zugang zum Playtest bekomme. Wobei mir auch schon gesagt wurde, dass das Material beim Playtest nicht zur Veröffentlichung geeignet ist. Also wie bei The Wandering Village werde ich das dann offscreen testen. Aber nichtsdestotrotz wird dann auch die Zeit kommen. In ein paar Monaten geht der Playtest los. Ich würde mal sagen, gegen Sommer über kann ich euch dann sicher schon das erste Material auch zeigen. Ich fange mal an mit dem Trailer. Vielleicht habt ihr schon gesehen, auf Steam gibt es den ja schon. Und ich zeige euch den jetzt einfach mal. Ich finde einige Sachen. Ja, machen wir es was so. Ich zeige euch den Trailer und danach besprechen wir mal ein paar Sachen. Los geht's. So, das war jetzt mal der Trailer zum Titel. Und ja, ich bin aufmerksam geworden auf das Spiel, als ich das gesehen habe, weil es in erster Linie haben mich einige Sachen sehr an Manor erinnert. Und das ist ja auch ein Titel, der bald rauskommen soll. Vor allem, wenn ich das jetzt hier auf den Fotos noch sehe. Ich habe leider auch nur dieselben Fotos zugeschickt bekommen. Im Trailer kann man es dann noch mal sehen. Das hat mich dann doch schon aufmerksam gemacht. Wenn ich das jetzt noch finde. Der ganze Aufbau der Stadt vom Anfang weg gesehen. Wirkt für mich etwas, wie soll ich sagen, plastisch will ich jetzt nicht sagen, aber doch schon sehr vorgefertigt, wenn ihr das hier seht. Also es wirkt nicht so, als hätte man hier unbedingt die freie Möglichkeit zum Bauen, wobei. Wenn man sich dann hier die Möglichkeiten ansieht, wie man sein Dorf aufbauen kann. War das jetzt gleich wieder jetzt am Anfang? Dann erscheint mir das irgendwie komisch. Einerseits wirkt es so, als hätte ich mehr Freiheiten, andererseits wirkt es so, als hätte ich nur vorgefertigte Plätze, um meine Gebäude zu errichten. Und ja. Dahingehend habe ich jetzt noch nicht mehr Informationen. Es gibt noch kein Gameplay-Video dazu, zu dem ganzen Projekt.
Es wirkt auf jeden Fall sehr interessant. Die Bilder sind sehr detailliert gemacht. Wunderschöne Grafiken. Das muss ich schon zugeben. Auf jeden Fall. Nur so wie das hier jetzt, genau auf das wollte ich hinaus. Das ist etwas, da was ich zuerst bei Mannerlords gesehen habe. Die Möglichkeiten, seine Häuser so anzurichten und auch die Wege so anzulegen, damit sie jetzt nicht unbedingt geradlinig verlaufen. Das hat mich schon sehr interessiert, muss ich sagen, im Wikinger-Setting dann auch noch drinnen, dachte ich mir, sehr interessant. Hier sieht man dann auch die Möglichkeiten, dass man die Fläche frei hat zum Bebauen, aber es wirkt halt nicht so, als wenn das jetzt eine Riesenfläche wäre. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich jetzt vergleichen soll, so wie bei Viehstrategiespielen, wo man auf einem Planeten jetzt gerade nur eine gewisse Fläche hat, wo man Gebäude bauen kann. Es kann auch so sein, dass, wenn man es hier am Ende vom Video sieht, wenn man dann die Map entlang fährt, dass man dann hier überall nur so einzelne Positionen hat, wo man dann nur gewisse Flächen hat zum Bauen. Aber auf jeden Fall ein sehr interessanter Titel. Dieses Bild kommt einem auch als sehr bekannt vor. Ich finde es trotzdem cool. Absolut. Ich bin gespannt darauf, wie es kommt. Zeitweise, wenn ich die Bilder ansehe, wirkt es wie ein Mobile Game auf die Schnelle gesagt, aber ich glaube, dass da definitiv mehr dahinter steckt. Und alleine was schon in die Grafiken für Liebe reingesteckt worden ist, finde ich sehr, 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 sehr toll. Also auch die einzelnen Screenshots hier von den Umgebungen, ja, finde ich schon sehr gut gemacht. Das Kampfsystem, genauso wie beim Städtebau, wirkt so, als wenn es jetzt nicht sehr freigängig wäre, sage ich mal. Also hier so der Kampfschauplatz, es wirkt so, als wäre das hier eine abgeriegelte Fläche, da vorne die Stellung zum Einnehmen. Aber ja, der Titel vermischt auch viele Genres miteinander und somit kann man auch vielleicht davon ausgehen, dass es jetzt nicht auf eines extrem ausgelastet ist. Es ist nicht nur hauptsächlich ATS mit Städtebau oder Städtebau mit ATS. Ich glaube, dass es eher so in der Balance liegen wird und dass es aber, ja, ich bin eher ein Strategiefan. Ich habe lieber mehr Auslastung auf den Strategieteil. Aber ja, lassen wir uns überraschen, inwieweit uns der Titel begeistern wird. Man muss ja zum größten Teil sagen, also man muss sagen, zum größten Teil sind das ja alles Videoaufnahmen, ein, zwei Ingame-Szenen oder drei. Und deshalb, ja, bleibt die Erwartung, sage ich mal, gering, aber die Vorfreude groß. Und wir sehen, was uns in den nächsten Monaten dann bei der Viking City Builder erwarten wird. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid interessiert an dem Titel. Wenn ich ihn zum freien Test bekomme und das Material freigegeben wird, dann seht ihr ihn sicher am Kanal. Und ansonsten werde ich euch eventuell in Infovideos mit freigegebenen Pressematerial weiterhin am Laufenden halten. Ja, dann alles Liebe, macht es gut, habt noch einen schönen Tag. Euer Alton, Baba.